Leute, jetzt gibt's das nächste Case Review für das iPhone 4 oder 4S. Diesmal ist es von der Firma Spec, sehr bekannte Firma für iPhone Cases. Das Modell hier nennt sich Fitted, sieht so aus. Und ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr cooles Case. Komme ich aber gleich nochmal dazu. So sieht die Verpackung aus. Ich wusste leider nicht, wie man das Ganze öffnet, deswegen sieht das ein bisschen hier ramponiert aus. Da haben wir das Case dann drin, mit einer kleinen Anleitung, wie er es raus und rein macht in einem Case. Mehr ist auch nicht dabei. Das Ganze hat 29,95 gekostet. Das Ganze habe ich im Company Store gekauft, deswegen ist es ein Dollar. Das Case habe ich bis jetzt in Deutschland noch nirgendwo gesehen, denke aber mal, dass es entweder genauso viel kostet oder 35 Euro wie die ganzen anderen Spec Cases in Deutschland. Sicherlich kennt ihr Spec, die machen das berühmte Case Candy Shell, was ihr im Apple Store oft seht. Auf jeden Fall ist hier jetzt das neue Modell Fitted in diesem Blau. Ihr habt bestimmt schon mal die Version gesehen, das ist aber jetzt die komplett neu verfasste Version von diesem Case. Wie ihr hier seht, das Ganze ist blau. Ja. Auf der Rückseite haben wir dann hier so ein Stoffteil eingebaut. Da nochmal mit dem Schriftzug von Spec. Aber alles, was wirklich das super Feature von diesem Case ist, ist dieser Stoff hier hinten drin. Das ist wirklich das erste Case, was sich wirklich super anfühlt auf der Rückseite. So, das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht hört ihr das. Aber das ist wirklich, finde ich, sehr hochwertiger Stoff hier, was verarbeitet ist. Könnte ich ja mal genauer anschauen. Man sieht, glaube ich, auch das Muster. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal das iPhone da rein. Da kann ich euch nämlich die ganzen Features zeigen, Tasten und so. Wirklich sehr einfach, das iPhone da rein zu machen. Aber davor zeige ich euch mal hier die Innenseite. Da sehen wir einmal das Spec-Logo, den Schriftzug, Design in California, Made in China. Und es ist wirklich sehr soft da drin, also ihr müsst keine Angst haben, dass das iPhone irgendwie kaputt geht. Ihr könnt das iPhone da rein tun, das dann da drüber snappen. Zack, zack, zack. Und es ist drin. Und ich finde, das sieht wirklich Bombe am weißen iPhone aus. Ich habe es an einem schwarzen schon mal gesehen, da war es wirklich nicht der Hit. Aber am weißen sieht es echt krass aus. Wir haben hier, wie ihr seht, dieses Lay-on-the-Table-Design, was natürlich das Display schützt, falls ihr das so irgendwo hinlegt oder so runterfällt. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Anschlüsse und alles. Hier oben haben wir eine große Aussparung für Powerbutton und natürlich könnt ihr den super bedienen. Kopfhörereingang ist zwar ein bisschen tief drin, wenn ihr das hier seht. Moment. So. Ich hatte allerdings keine Probleme, da irgendwelche Kopfhörer reinzustecken. Ich habe viele verschiedene ausprobiert, alle haben gepasst. An der Seite haben wir auch eine große Aussparung für die Lautstärketasten und den Lautlos-Switch. Ist wirklich sehr groß gemacht, damit natürlich auch iPhone 4 und 4S reinpassen. Da keine Probleme. Dock ist wirklich sehr groß ausgeschnitten und es gibt auch keine Probleme, da irgendwie irgendwas reinzustecken. Alles super zugänglich. Auf der Rückseite ein etwas sehr großes Kameraloch, wie ich finde. Aber es passt sich irgendwie dem Design an. Und dann, ich weiß nicht, sieht irgendwie sehr cool aus, wenn man die Rückseite dazu anschaut. Es ist natürlich so groß, damit der Blitz keine Probleme macht. Ja, mehr kann ich hier nicht zeigen. Die Rückseite mit dem Spec-Logo sieht wirklich sehr cool aus. Kann ich euch aber gleich mal hier meine ersten negativen Punkte sagen. Ich finde dieses Logo auch sehr schick und so, ist aber sehr, sehr schnell verdreckt, so wie die hellen Flächen hier. Das ganze Stoff wird also, wie normale Kleidung zum Beispiel, auch dreckig. Das habe ich hier an diesen weißen Kästchen gemerkt, die waren wirklich sehr weiß, wo ich es gekauft habe. Inzwischen sind sie schon richtig dunkel geworden. Das kann man hier mal im Vergleich zum iPhone hier anschauen. Das iPhone ist wirklich sehr weiß und so waren die Kästchen davor auch.
Also schon sehr, sehr dreckig geworden. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, aber da löst sich auch schon hier das Case auf, dieses Stoff. Es stört mich jetzt persönlich nicht. Ich kenne wahrscheinlich ein paar, die das wirklich stören würde. Aber es gibt hier auch in den Ecken und so, dass sich das einfach mal auflöst ein bisschen. Sonst wirklich super. Es ist wirklich super handlich. Fühlt sich irgendwie interessant an in der Hand. Und ich bin wirklich ein super Fan von dem Case. Es ist inzwischen auch mein Lieblingscase. Was ich wirklich nicht gedacht habe, denn ich habe vorher schon mal das Back Candy Shell benutzt. Hab gedacht, das ist wirklich super geil. Aber das war mir einfach zu klobig. Dann habe ich das dran gemacht und man, das ist einfach geil, das Case. Ja, ich würde mal sagen, ich bereue meinen Kauf auf jeden Fall überhaupt nicht. Falls ihr es irgendwo in Deutschland seht oder so, kauft es euch einfach, probiert es aus. Es ist wirklich ein super Case. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es ja einfach wieder zurückgeben. Also ist ja kein Problem. Aber von mir klare Kaufempfehlung, ist wirklich ein super Case. Gefällt mir wirklich sehr. Dann war es noch mit dem Video. Mehr gibt es zu sagen. Super Case. Nur zu empfehlen. Specfitted. Steht auch nochmal im Videotitel und in der Beschreibung. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sage ich mal ciao.